Einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich habe einen Vergleich für euch, und zwar zwischen den Feuertöpfen von PyroArt. Wir sehen jetzt hier nur 5 Feuertöpfe. Den 6. Feuertopf, den man ja so kennt, den habe ich leider nicht mehr bekommen. Ich habe alles gegeben, jedoch gibt es diesen Feuertopf nicht mehr, bloß noch Restbestände. Er wird irgendwie nicht mehr produziert. Und zwar handelt es sich um den Buri-Feuertopf mit Blitz. Knallschlägen irgendwie, also Titanblitzen. Genau. Aber dennoch 5 verschiedene Bombenrohre jetzt hier im Vergleichstest. 50 mm Kaliber haben wir. Links angefangen mit dem Forsetti, dann das Kara, das Eld, das Diesen und das Fafnir. Jeweils alle eine Effekthöhe von 20 Metern und eine Brenndauer von 4 Sekunden. Feuertopf halt. Jo. Die NEM ist das einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu den Dingern zu sagen. Das Einzige, was wir nochmal ansprechen können, wären die Effekte. Und zwar das Forsetti hat pinke Schweifsterne zu Titanpfeifen, das Kara Multicolor-Sterne mit Knister, das Eld Silberflimmer, das Diesen Brokat-Feuertopf und Fafnir Brokat mit blauen Sternen. Ich würde sagen, wir gehen raus, testen die Isle of Mad durch. Das Fazit dann am Ende vom Video. Ich wünsche euch dann viel Spaß im Test. Fangen an mit Forsetti. Feuertopf. Alter. Heftig. Geht's weiter mit Eld? Ach du Scheiße. Den kannst du eigentlich gerade mitkommen, mitnehmen und hier in den Karton schmeißen gleich. Alter. Jawoll. So, mit welchem geht's weiter? Kara, jawoll, ja. Kara, sehr schön. Danach kommt der Fafnir dran. Jawoll! So, der Fafnir. Fafnir? Genau. Ja, geht's doch schon los. Schmeiß weg. Auch keiner. Also ist der Abschluss echt brutal. Böse. Wow, schönes Blau. Sehr schön. So, was haben wir als Abschluss? Als Abschluss ist der. Diesen, wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Würde ich behaupten, ja. Aber ich glaube, der Buri-Feuertopf, der wäre hier das Highlight gewesen im Ganzen. Aber schauen wir mal. Jawohl, schön. Ja, haben wir an sich sehr gut gefallen, vor allen Dingen der erste. Ja, wenn der Buri-Feuertopf jetzt dabei wäre, der würde natürlich alle niedermachen, weil er halt noch, wie gesagt, die Blitzkugeln dabei hat. Aber gut, ansonsten waren die auch nicht verkehrt. Ja, kann man sich nicht beschweren.